Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt versuchen wir uns aufzumachen, um in diesem mysteriösen Schiff irgendwie diese Arzneimittel zu finden. Was ist das? Ist das das schon oder was? Fackelkäfer-Sirup. Das wusste ich jetzt wirklich nicht, dass das direkt vor mir liegt. Das ist jetzt Zufall. Ich dachte, wir müssten da noch irgendwo so ein bisschen... Ja, nehmen das ruhig. Klar, in Ruhe. Und offensichtlich sind hier noch mehrfach solche Dinger verteilt, oder? Was ist das? Kann ich hier irgendwas sonst noch aufnehmen? Nö. War's das schon? Hat mir das gereicht, oder was? Finde Onglon. Das ist in dieser Richtung. Dann machen wir uns mal auf, diese drei vermissten Seeleute zu finden. Wahrscheinlich laufen jetzt gerade alle hier hin, um den zu finden und um ihm zu helfen. Und ich rette ihn auch. Ja, natürlich. Das ist hier meine Questaufgabe. Segnet Öffre. Ich bin froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Habt ihr andere Seesoldaten am Strand gesehen? Ja, auch wenn du totale Ballermann-Klamotten hast halt. Alter, komm, hier. Sie lebt. Ich schätze, da hatten wir wohl trotz des Schiffbruchs ein wenig Glück. Über mein Bein kann ich das leider nicht sagen. Wenn ich es nicht zu sehr belaste, komme ich humpelnd einigermaßen gut voran. Okay, aber ich habe dir Fackelkäfer-Sirup mitgebracht. Leuchtsaft? Bei den Göttern, das stimmt. Sobald ich wieder alleine stehen kann, gehe ich weiter landeinwärts. Das ist nett von euch. Und jetzt muss ich erstmal den Rest eures Trupps finden. Seid gesegnet, Fremder. Ich humple weiter landeinwärts und suche mir ein... Ja. So, wo ist der Nächste? Der müsste eigentlich hier so sein. Und auf die Map gucken. Guck mal, so weit ist das nicht. Wir brauchen eigentlich nur am Strand entlang laufen, oder? Müssen wir zwischendurch nochmal hier Fackelkäfer-Sirup aufnehmen? Na toll. Ihr dürft da alle irgendwas mitnehmen, ne? Yeah, Rang 6 bei Bogenhalt. Ich hab den getötet. Ne. Mein Rohlederfetzen. Schalalalalalalala. So, was ist das denn da hinten? Oh, eine feindliche Schlammkrabbe. Ja, die kommt näher. Ich mach fertig. Boah, ist ich hier am Fighten bin, oder? Unglaublich. Und da krieg ich noch nicht mal was. Rang 2 bei Unfrieden. Okay. Dann wollen wir eben mal mit Nistel hier noch ein Schwert. Ich habe viele Freunde in diesem Sturm verloren. Bitte bringt mir gute Neuigkeiten. Hier Piercing, Alte, oder? Hier ganz schön hier viel Metal in der Fresse und so. Und auch tiefen Ausschnitt und so. So, ich habe viele Freunde in diesem Sturm. So, okay. Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Ich sah, wie sie im verdammten Sturm von Bord gespült wurde. Ich habe mich am Tauwerk festgeklammert, solange ich nur konnte. Doch das hat mir die Haut von den Handflächen gescheuert. Wenn ich keine Waffe halten kann, bin ich für meinen Trupp nutzlos. Habt ihr irgendwelches Verbandszeug? Ich habe meine Ausrüstung an die See verloren. Du hast also die Haut von deinen Handinnenflächen abgescheuert? So. Vielleicht könnte dir dieser Fackelkäfer-Sirup helfen. Leuchtsaft? Ja. Ich dachte eigentlich, dieses Zeug wäre nur für üble Streiche an verschneiten Tagen gut. Sobald ich meinen Milzschlitzer hier wieder tragen kann, arbeite ich mich den Strand hoch und suche nach Feldwebel Firion. Was ist mit euch? Ich habe Feldwebel Firion gesagt, dass sie den Rest eures Trupps finden würde und ich hoffe, alle sehen so aus. Ich hoffe, sie wissen ihr Glück zu schätzen, wenn ihr sie findet. Ich kann weiter landeinwärts, sobald ich mich ein bisschen ausgeruht habe. Kämpft tapfer. Ja, ich bin der tapferste von allen kleinen Waldelfen hier. So, okay. Muss ich jetzt nochmal, was von dem Schweinesaft holen oder was? Wahrscheinlich, oder? Ich glaub schon. So, Schweinesaft nehmen. Und auf der Karte müsste das eigentlich ja hinter mir sein, genau. Wie gesagt, nochmal am Strand entlang laufen. Vielleicht können wir auch nochmal irgendwas killen. Ups, ich häng fest. Da Gegner. Achtung, Umblick. Ah.
Hau ab! Geh doch endlich drauf, ey. Wichsvieh. Immerhin lernt man so ein ganz klein bisschen zu kämpfen, wenn man so schlecht kämpft wie ich. Ja, ja, bla bla, schon gut. So, steht ihr hier alle Schlange zum Retten oder was hier? Oder darf ich auch mal eben? Wer seid ihr? Wart ihr Teil der Flotte? Feldwebel Firion hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Und ich muss sagen, die Kollegin in der Mitte, die ich gefunden habe, war irgendwie besser drauf als du. Sie ist noch am Leben? Naja. Gut. Das ist gut. Ich wurde von den Wellen gegen das Schiff geschleudert. Habe mir ein paar Rippen gebrochen. Nicht gerade das schönste Gefühl. Sag mal, Alter, hast du eigentlich einen Rock an oder was? Ich habe hier Fackelkäfersirup und danach würde ich sagen, erstmal Hose kaufen gehen. Schmeckt wie Sandalen, die in Minzparfüm gekocht wurden. Aber besser als ohne Hose umlaufen. Wenn es zusammenflickt, trinke ich die ganze Flasche. Ja, ich habe alle aus eurem Trupp gefunden, yippie-yay. Leutnant Gelin hat mich an Land gezogen. Ist losgegangen, um einen Unterschlupf zu suchen. Ist nie zurückgekommen. Wollte zu einer Höhle in der Nähe. Findet ihn. Sagt ihm, dass wir alle in Sicherheit sind. Ja, mache ich. Leb wohl. So, was muss ich jetzt machen? Hätte jetzt nicht irgendwas auftauchen müssen, von wegen das und das machen und so? Das ist wieder so eine böse Schlammkrabbe. So, ab wann taucht jetzt hier mein Fertigkeitsmenü auf? Wenn ich den ersten Schuss abgebe, oder was? Na, da kommt dieser Pfeilhagel runter. Eigentlich ja cool, aber uah! Pfeilhagel ist jetzt nicht gerade das Richtige. Ja, ich muss hier weg. Denn nicht hier laufen sollst du, Spinner, ey. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich mich umdrehe hier, so. Na? Oh nein, jetzt habe ich den noch nicht mal getötet, ey, weil irgendein anderer Wichser draufgeschossen hat, oder was, ey. Oh, ich hasse hier diese ganzen Hurensöhne, die online spielen, ey. Die ganzen Penner. So, jetzt müsste ich doch mal... Ich würde das gerne nochmal hier ein bisschen so mit diesen, Guck mal, ich stehe direkt neben einem. Hey, mit dir kämpfe ich gar nicht. Ach man, ich hau hier einfach ab, ey, leck mich doch. Boah, ey, die Magiker, ey, die haben es echt viel geiler drauf. So, ich muss mich mal eben hier unsichtbar machen. Okay, den habe ich nicht, aber den habe ich. Oh, guck mal, ein Eisengroßschwert habe ich sogar gefunden. Coole Sache. Coole Sache. So, wo muss ich hin? Hier oben muss ich hin. Geht zur Höhle. Also. Ja, also quasi am... wo ist der schwarze Pfeil hin? Süden, Norden, in diese Richtung. Oh, na, die Schlammkrabben, die sind mir zu gefährlich. Die treffe ich nicht. Ich würde ja lieber so von hier oben irgendwie so wirklich wie so ein... Ich finde so als Fernkämpfer hier als so ein... Ach, Mann. Als hier so ein Geheimbundkämpfer, geheime Nachtklinge. Ah, ich bin... ich bin gar nicht hier. Lass mich in Ruhe. Ja, kommt, ey, direkt hier zu fünft. Ich würde gerne einfach mal probieren, zum Beispiel hier so raufzulaufen. Und dann einfach so... von hier oben Schaden zu machen, ne? Ey, ja, natürlich! Natürlich laufen direkt fünf Viecher hinter mir her. Ist klar. Mann, wie ich schon wieder keine Ausdauer mehr habe. Ja, natürlich, natürlich kommt ihr alle herbei. Ich habe ja sonst nichts zu tun, als hier vor drei Mutanten wegzulaufen die ganze Zeit. Lassen die auch irgendwann mal nach oder laufen die mir jetzt nach bis zum... geht nicht mehr. Der Schlammkrabbe greift mich jetzt bestimmt auch nochmal an. Ah, ja, haben sich zurückgezogen. Die haben gemerkt,
mit dem Sirius, da ist nicht lecker Kirschen essen. Ja, guck mal, das... Krepier. Okay, Unfrieden war das ja, glaube ich, die Kraft, ne, hier, die ich auf 4 liegen habe. Grundsätzlich keine schlechte Kraft. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell sich das Ganze regeneriert. Wieso wird jetzt hier mit 3 geblockt, wenn ich auf 3 gehe? Ist der außerhalb meiner Distanz oder was? Okay, das kommt so langsam. Also wirklich echt so ganz langsam kommt das so ein bisschen überzeugend darüber, was ich mache, oder? Meine ich das nur? Bin ich jetzt nur so dieser Ansicht? Oh, guck mal, die fressen meinen toten Kumpel. Was ich noch nicht so gerafft habe, warum ich hier nicht... Ja, guck mal da. Falsche Taste! Ey, wieso werde ich nicht unsichtbar? Ja, also das habe ich echt noch nicht richtig drauf, ey. Also für jemand, der eigentlich... Oh, jetzt hau ich hier auf die falschen Tasten drauf. Ey, ich pack's nicht. Schneller laufen kann ich anscheinend auch nicht. Muss mich echt mal in die Third Person moven. Wieso fliehen die jetzt? Die fliehen voll von mir. Ah, scheiß Harpy hier. Die sind ja noch gefährlicher. Lass mich in Ruhe. Ich kämpfe nicht mit dir, ich bin unsichtbar. Und wieso er sich dann immer... Warum er sich dann immer... 2,5 Sekunden sind das im Leben nicht. Oder ist das nur, wenn ich sofort laufe, dass das dann wieder aufhört? Vermutlich. Guck mal, dann fliehen die. Ha, in die Flucht geschlagen, meine Freunde. Sensationell. Also, naja. Noch kein Pro-Gameplay. Aber dafür, ich habe echt wirklich, ich habe noch nie World of Warcraft gespielt. Ich habe nie mit Maus und Tastatur gespielt. Und ich habe überhaupt keine Ahnung davon. So, findet Leutnant Gelin. Sucht ihr alle Leutnant Gelin? Muss ich überhaupt verborgen sein, oder ist das total überflüssig hier? Vermutlich ist das total überflüssig. Aber was war das denn geil? In Skyrim habe ich so einen hohen Schaden gemacht, wenn ich verborgen war von außen. Das war der Hammer. Oh, Leutnant Gelin geht's aber nicht so gut, glaube ich. Die Leiche eines bosmerischen Seesoldaten ist an einen blutverschmierten Pfahl gewunden. Er scheint noch lange nicht tot zu sein. Achso, er scheint... Achso, noch nicht lange. Ja, ich guck mal. Abgeschlossen und mit Firion reden. Auf dieser Rüstung prangen die Abzeichen eines Marineleutnants des Dominions. Seine Leiche ist über und über mit Blut bedeckt, als hätte er viele kleine Schnittwunden erlitten. Das verschmierte Blut ist mit grünlichem Schaum vermischt. Ja, okay. Die Schnitte am Körper des Leutnants bilden ein seltsames, aber klar erkennbares Muster. Sein Blut wurde auf die unverletzten Teile der Haut geschmiert, um so wellenartige Symbole zu malen. Die genaue Todesursache ist unklar. Leb wohl, Leutnant Gelin. Das ist mir noch hier. Wo ist eine Ratte? Ich habe keine Ratte gesehen. Wer ist der denn da? Kann ich den eigentlich jetzt angreifen? Lieber nicht. Mich würde so oder so jeder hier töten. Oh, ein Buch. So, ihr könnt das alles lesen. Ich nicht. Schlange? Boah, voll cool gekillt. Hat aber auch keinen Wert. Ah,
Also ich finde schon so ein bisschen, also das muss ich sagen, ich weiß nicht, wenn ihr das auf World of Warcraft gewohnt seid, ich finde das so doof, dass man hier nicht wirklich ein bisschen dann entweder in einer Gruppe so spielt oder beziehungsweise, dass man die anderen Online-Spieler nicht sieht, wie sie jetzt alle gleichzeitig mit Feldwebel Firion reden, weil wir alle das gleiche gemacht haben. Wie sich gezeigt hat, war es mein Trupp, der mich gefunden hat. Habt ihr schon mal eine Karriere als Seesoldat des Dominions in Betracht gezogen? Ihr würdet einen guten Späher abgeben. Mein Trupp sagte, ihr habt nach Leutnant Gelin gesucht. Habt ihr ihn gefunden? Ja, ich habe seine Leiche in der Höhle gefunden. Jemand hat ihn wohl getötet. Was meint ihr? Er sah so aus, als wäre er bei einer Art Ritual umgebracht, zerstückelt, zerschnitzt und geschändet worden. Erst zieht wie aus dem Nichts ein Orkan auf und vernichtet unsere Flotte. Dann wird ein tüchtiger Seesoldat des Dominions gefangen und zu Tode gefoltert? Was war sonst noch in der Höhle? Jede Menge Knochen, Kerzen, Schädel, Schlangen und außerdem noch ein Holzpfosten zum Festbinden. Irgendeine Art Opferung? Das ist zu viel für meinen Trupp. Wir brauchen Verstärkung. Nistel hat in der Nähe ein gestrandetes Schiff entdeckt. Es scheint weitestgehend unversehrt und sie hat Seeleute des Dominions an Bord erspäht. Was werdet ihr jetzt machen? Wir müssen unsere Kräfte bündeln und denjenigen finden, der Leutnant Gelin ermordet hat. Mein Trupp und ich müssen seine Leiche aus dieser verdammten Höhle herausschaffen. Würdet ihr die Seeleute auf diesem gestrandeten Schiff warnen? Sie müssen wissen, dass es nicht sicher ist, hier durch die Gegend zu wandern. Ja, ich werde sie warnen, aber auch nur, weil du so nette Klamotten an hast, okay, Babe? Wartet, nehmt das hier. Oh, danke. Ich habe etwas Leuchtsaft gefunden, während ich nach meinem Trupp gesucht habe. Aber ihnen geht es ja schon besser. An den Geschmack werdet ihr euch gewöhnen. Wir kommen bald nach. Passt auf euch auf. Okay, lebt wohl. Puh, ich kriege hier eine Quest nach der anderen aufgedonnert, du mein lieber Scholli, ey. Dann rennen wir da auch mal noch hin. Komm ich hier irgendwo? Wo komme ich hier durch? Aber wirklich weit laufen? Muss man ja nicht gerade, oder? Es ist ja alles immer sehr, 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 sehr übersichtlich nah. Abgeschlossen, untersucht das gestrandete Schiff und sprecht mit Quartiermeister Oblan. Die suchen auch alle den Quartiermeister Oblan, glaubt ihr? Ist einer von euch der... Oh, Cap. Wenn ihr etwas von uns braucht, sprecht mit Quartiermeister Oblan. Er kümmert sich um Reparatur und Personal. Und wo finde ich den? Hier. Könnte der mir mal angezeigt werden oder was? Achso, der steht hier vor oder was? Ist ja klar. Na, von nahen sieht's und fährt ja auch eher kacke aus, oder? So, Quartiermeister, ich bin Sirius. Ihr seid keine schlüpfrige Seewiper oder ein faulmündiger Schiffbrüchiger. Erklärt euer Anliegen der Mannschaft der Vagabund. Ein Seesoldat des Dominions wurde in einer Höhle in der Nähe getötet, geschändet, geschlachtet und hingerichtet. Der Orkan hat Hunderte von Seesoldaten getötet. Was spielt es da für eine Rolle, wenn einer von ihnen in einer Höhle starb? Wie ich bereits sagte, er wurde bei einer Art Ritual hingerichtet und geschlachtet. Sein Trupp braucht auf jeden Fall Verstärkung. Oblan. Oh, nun, bis sie wieder seetüchtig ist, ist die Vagabund wie ein Huhn im Wolfsbau. Vielleicht können eure Seesoldaten ja beweisen, dass sie nicht nur Frachtstücke auf zwei Beinen in schimmernder Rüstung sind. Wenn sie mit anpacken, denke ich über Verstärkung für sie nach. Sind sie dazu bereit oder haben sie nur eine große Klappe? Ich bin mir sicher, dass sie helfen werden, wo sie nur können. Die eine hatte sogar wirklich innen durchgescheuerte Handflächen, dass sie das Schwert nicht mehr halten konnte. Und ich bin sicher, dass sie genauso nützlich wie im Orkan sein werden. Falls sie das Gegenteil beweisen möchten, sind sie herzlich dazu eingeladen, zur Abwechslung etwas Ordentliches zu arbeiten und die Lecks im Laderaum der Vagabund zu flicken.
Vielleicht finden Sie irgendwo in den ganzen Wracks hier einen Ersatz für das Steuerrad. Nein. 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 Also ich habe wirklich keinen Bock, jetzt hier so Sammelquests zu machen und so und durch irgendwelche Wracks und ständig wieder... Ach, das... Ach, nee. Muss das jetzt wirklich sein? Muss das nicht... Können wir nicht irgendwas anderes machen? Was meint ihr? Irgendwas, was ein bisschen mehr Spaß macht und was ein bisschen mehr... Ey, stell dich nicht in mich rein. Ach, da bist du ja. Hier mit deiner Crew. Was ist los hier? Dies sind keine Seeleute des Dominions. Sie sind Freibeuter. Was für ein Glück. Ja. Quartiermeister Oblan hat aber eine Menge Scheißaufgaben für uns und sucht aber Verstärkung und sobald die Vagabund repariert ist. Wir werden dieser alten Seekatze zeigen, was die Seesoldaten des Dominions alles zustande bringen können. Die Vagabund braucht ein neues Steuerrad. Edelas ist der beste Spürhund im ganzen Regiment. Wenn ihr möchtet, schicke ich ihn raus, um nach einem neuen Steuerrad zu suchen. Ja, gerne, muss ich das nicht selber machen. Er ist auf dem Weg. Juhu. Gibt es sonst noch etwas, das wir tun könnten? Es gibt noch Lecks in der Vagabund, die gepflegt werden müssen. Nistel kann mit einem Hammer genauso gut umgehen wie mit ihrem Schwert. Ja. Ich kann sie die Lecks der Vagabund flicken lassen. Ja, natürlich kann die da mal flicken gehen. Sie wird diese Lecks ruckzuck geflickt haben. Uhu. Was sonst noch? Die Seewipern haben den Sonnensichter der Vagabund gestohlen. Onglorn ist unser bester Spurenleser. Er kann den Sonnensichter schnell zurückholen. Dann machen wir das doch. Die Seewipern, die den Sonnensichter haben, tun mir fast ein bisschen leid. Onglorn wird ihn ziemlich bald wieder haben. Was muss sonst noch getan werden? Es gibt gar nichts mehr zu tun, denn an dieser Stelle dann ist das heutige Zeit, Video zu Ende. Dann wird es Zeit, dass dieser räudige Freibeuter sein Versprechen hält. Vielleicht solltet ihr das Reden übernehmen. Ich würde ihn nur aufziehen. Okay, dann lebt wohl, meine lieben Freunde. Das war's für heute mit der heutigen Folge. Positiv überrascht, dass ich die anderen losschicken konnte, dass ich da nicht selber ran musste. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.